Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei dem regulären Let's Play zu Mass Effect 3. Wieder zurück, jetzt nach dem DLC-Special. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben, so richtig. Ich glaube, wir hatten gerade den. Nee, hatten wir den Unbekannten schon gestellt? Nee. Ach nee, stimmt, da gab es ja dieses kleine Intermezzo mit Shepard wurde angry. Und jetzt sollen wir. Boah, was sollten wir eigentlich machen? Ach nee, wir waren schon in dem Labor, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich. Okay, gut, dann. Weiß ich nicht, müssen wir jetzt noch mit irgendwelchen Leuten reden? Keine Ahnung. Jetzt noch ein DLC-Special ist wirklich einiges an Erinnerungen weg wieder. Na gut, ich glaube. Gucken wir einfach mal auf die Galaxiekarte, was jetzt gerade noch so offen ist. DLCs sollten alle abgeschlossen sein. Bis natürlich auf das erweiterte Ende DLC, was ja eigentlich kein richtiges DLC ist, sondern vielmehr nur ja, ganz normales Zusatz-Patch-Kram. Basis des Unbekannten angreifen. Aha, okay, da sind wir jetzt also. Superst. Jut. Dann denke ich, tun wir das auch gleich mal. Denn wir sind ja immer noch voller Wut darüber, dass uns Kai Leng mal wieder ein Schnippchen geschlagen hat. Der olle alte Ganove. Und das müssen wir natürlich vergelten. So. Basis des Unbekannten angreifen. Hooray! Attacke! Natürlich nur mit einem Schiff, weil mehr können wir uns nicht leisten. Die Allianz ist ja seit dem Reaper-Angriff natürlich eher mittelschwach. Und wohin ist es denn? Ah. Anadius. War das früher auch schon hier? Ich weiß es nicht. Okay, unser Sprit reicht super. Wir haben vollen Sprit gehabt. Jetzt natürlich nicht mehr. So, ein bisschen zickzack geflogen. Wieso auch nicht? Ja, das ist wirklich komplett neu, das Gebiet. Ich vermute einfach mal, hier gibt es nichts. Insofern scanne ich hier auch nicht. Okay, dann Anflug, Umlaufbahn. Ja, machen wir. Sodele. Bla 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 bla. Idis Hinweis. Größe und Form der Station lassen darauf schließen, dass viele Schiffe dort andocken könnten. Für exakte Werte müssten allerdings aktive Scans durchgeführt werden, die wiederum die Anwesenheit der Normandy verraten würde. Die zusätzlich gewonnene Präzision ist das Risiko nicht wert. Aha. Danke sehr für diesen überaus nützlichen Hinweis. Toll. Okay. Dann docken wir mal an. Und ja, dann mal schauen. Vielleicht werden wir sofort erwischt. Kann ja auch sein. So, da wird wieder geladen. Mal. Wieder zum x-ten Mal in diesem Let's Play und überhaupt. Shepard, the intel you sent looks good. The fleets are ready to go. But once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take notice. And the Crucible? Ready, except for the catalyst. But there's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. For all intents and purposes, an assault on Cerberus will be the first stage of our attack on Earth. What happens if Cerberus doesn't have the intel we need? Or they stop us from getting it? Then we lead the fleets to Earth and we take our chances. But your intel points to Cerberus and the elusive man holding the information we're looking for. And we have the element of surprise. Cerberus won't know what hit him. Na, bin ich mal. Na, das weiß ich nicht so genau. I want to make sure we're ready before we commit. Understood. The fleets are ready when you are. Naja, wir sind ja eigentlich auch. Okay. Sollen wir jetzt nochmal sagen, wir sind fertig? Oder sollen wir nochmal mit der Crew reden? Ich meine, das ist ja ein denkwürdiger Augenblick. Ich glaube, wir reden nochmal mit der Crew. Das sah gerade aus wie Shepards Klon hier vorne. Ist es aber nicht. Könnte das jüngere Ich von Shepard sein, einfach wegen den Haaren, weil die genau eins zu eins gleich aussehen. Was soll's. So, dann reden wir mal mit allen Leuten nochmal an Bord. Mal sehen, ich will ja nichts Wichtiges verpassen. Und was hatten wir ansonsten noch so vor? Ich weiß gar nicht. Eigentlich ja nicht groß was. So, Spezialist und Trainer? Na, gucken wir mal. Commander. Ja, hallo. Na gut. Da gibt's nix. Privates Terminal, wie geht es Ihnen, Samara? Was ist denn? Okay. Gut.
Das ist sehr interessant. Wir gehen einfach mal runter. Gut. Wir wollen ja sowieso noch nach unten gehen. Insofern war die Nachricht ziemlich überflüssig. Aber egal. Gut. Dann gucke ich gerade nochmal vorne bei Joker. Ach komm. Ich glaube, da ist sowieso nichts. Nichts von Interesse. Außer, dass sich natürlich zwischen Joker und Edie was anbahnt, wie wir im Citadel-Special, im Citadel-DLC ja schon mitgekriegt haben. Aber ansonsten, glaube ich, war da nichts. Kampfformationszentrum waren wir gerade. Gehen wir mal aufs Crew-Deck. Und da sollten wir eigentlich dann mit Liara mal kurz reden können. Und ich weiß nicht, ob Tali wieder sich eingekriegt hat oder ob die immer noch am Saufen ist. Mal sehen. Ich hoffe ja mal nicht. Und da müsste auch... Ist da Garrus irgendwo? Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß ich gerade echt nicht. Da muss man mal schucken. Muss man mal gucken. So eine Mischung aus schauen und gucken. Okay, wo hier lang? Okay, keine Sau da. Dann gehen wir mal direkt zu Liara. Have we heard from Agent de Trace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. Aha. She was stationed on Valcheer when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus, he's now in charge of reporting Reaper activity past the lowest relay. Hm, naja, gut. Okay, Liara, wie geht's denn so? A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But na komm. A Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Vor allem, wir sind ja nicht schon irgendwie 20 Jahre zusammen hier auf dem Schiff. Nee, gar nicht. Langsam könntest du dich auch mal dran gewöhnen. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. Interessant. Informationsterminal. Was haben wir denn da noch so? Waffen-Upgrade-Kit. Okay, intakter Reaper. Waffe. Aha, öffnen wir mal. Waffen-Upgrade, Munitionskapazität. Okay, Munitionskapazität oder Waffenschaden? Sollen wir machen mal Waffenschaden? Intakte Reaper-Waffe. Waffenschadensbonus, Munitionskapazitätsbonus, Waffenschaden. So. Upgrades. Plus 5 Gesundheit, plus 5 Schildgeneration, plus 5 Schilde, plus 5 Waffenschaden. Plus 5 Schilde, plus 5 Waffenschaden. Also plus 10 Waffenschaden. Oder ist das kommutativ? Ich weiß es nicht. Ob jetzt sozusagen 5% und dann nochmal 5% drauf? Oder also sozusagen erstmal 5% mehr und dann nochmal 5% mehr sozusagen mit den eingerechneten 5%? Oder ist das sozusagen dann 10% mehr? Weiß ich nicht. Weil 10% wären ja eigentlich besser. Aber egal. So, oder ich bin jetzt gerade wieder am Falschdenken. Aber egal, ich denke, 10% werden doch besser. Mathematisch. 5% von 100 und dann nochmal 5% von dem bla. Ist... Obwohl, nee, ach, keine Ahnung. So, gucken wir mal. Keine Sau da, keine Sau da. Nee, die 2x5% wären besser. Okay. Dr. Chuck, was gibt's denn so? Udina finally went over the edge. I never really liked the man. Now I know why. Na gut. Okay, so richtig up to date sind die hier alle nicht. Dann gehen wir mal runter einfach und gucken, was da so abgeht. So, Maschinendeck. Wer war da nochmal alles? Ich glaube, Garrus und Tully waren da. Tully. Müsste so gewesen sein. Ansonsten, glaube ich, war da niemand. Nee, ich glaube, das waren alle. Okay. Dann, laden. Danke sehr. Das ist echt so eine Sache. Ich hoffe, das wird bei Xbox One anders sein. Dass sie nicht mehr so krass viel lädt und nicht mehr so lange nachlädt. Okay, das hoffe ich wirklich, dass das, dann ab der nächsten Generation sich mal ändert. Ach, hallo, Adams. Gut. Na, Tali, wie geht's dir so? Hast du dich erholt von deinem Gesaufe? Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry.
I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry, from Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? Planetary defenses are under Quarian control, and we're establishing facilities for food production. Geth tech is still similar enough to ours that we've got a ton of raw material for repairs. We'll be up and fighting soon. I wish your people could take the time to rebuild properly. But you know I need the fleet. No, we've spent centuries running. The Quarians are ready to fight. We've already got carriers bolstering the Turian fleet and evacuating refugees from colonies. When your fifth fleet launches the assault to retake Earth, we'll be there to blow the Reapers to hell. Hm, schön. Das freut mich. Danke sehr. Dann, wohin zum nächsten? Ich weiß gar nicht, Garrus, ist der hier unten? Ich guck mal gerade, ist hier unten noch wer? Früher saß hier unten ja immer Jack, aber jetzt ist sie ja natürlich nicht mehr an Bord. Insofern ist hier auch keine Sau mehr. Sowieso ziemlich leer eigentlich. Naja, Prinzessin Leia. Manchmal möchte ich mich selbst aufknüpfen. Wohin? Garrus war hier vorne? Und dann da um die Ecke? Nee, das war der Backbord-Frachtraum. Da ist niemand. Da war Garrus doch unten. Ach ja, hallo. Wie geht's denn so? Na? Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Sounds like Miranda. And Adrell. There was illness in him. Thane. And the Krogan who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. War. Der kosmische Imperativ, was war das denn noch gleich? Was meinst du denn damit? Was this imperative just your scientist's opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos. The natural order of things. The weakest species are doomed. Tja. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war, taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor. And we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. Tja, interessantes Gespräch. Nochmal so über Proteaner und alles Mögliche aus den anderen Zyklen. Was ist das denn? Ist das ein kleiner... Nee?
Doch, das ist ein kleiner Sender. Sieht zumindest danach aus, oder sieht zumindest aus wie ein Stück eines kleinen Senders. Da kommt denn der? Erinnere mich gar nicht mehr dran. Wir müssen noch eine Etage weiter nach unten. Shuttlebucht. Und wie gesagt, jemand wollte noch mit uns reden. So. Ich frage mich, James, wolltest du mit uns reden? Ich glaube. Hey, hey. Krogan und Turian still friends? For now. It's just gotta last until this war's over, I guess. Prohibition. Gut, okay. Ich dachte. I'll talk to you later. Hier gibt's noch mehr. Nee. Was war denn das dann für eine Mail? Ich hab die Mail nicht richtig durchgelesen. Ich hab den so halb überflohen. Warte mal. Cortez, okay. Von Upgrades gibt's hier irgendwo. Hab ich hier irgendwo nicht meinen Mail-Ordner? Ach nee, der ist hier unten nicht. Na egal, der ist auch wurscht. Waffenmodstation. Es ging irgendwie um Kampfstimulanzien. Oder so ein Kram. Aber anscheinend ja nicht so unbedingt. Okay, was haben wir denn da neue Sachen hier? Locust. Machen wir nachher vielleicht einfach mal so zum Spaß. Waffen-Upgrades. Können wir gleich die Locust upgraden? Wenn ich die jetzt sowieso schon mitnehme. Wir haben genug Geld. So, lassen wir mal auf Stufe 4. Also auf Stufe 3, meine ich. Und jetzt können wir mal kurz noch Nachschub gucken. Haben wir denn da noch irgendwas Interessantes? Schrotflinten, Casa-Fabrication-Handschuhe. Automatischer, okay. Komisch, es wird immer teurer, habe ich so den Eindruck. Nope. War hier noch oben irgendwas? Nee. Kanale-Export. Ich glaube, das ist alles nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen würden. Sitter-Vorräte haben wir sogar komplett leer gekauft schon. Schrotflinten-Klingenaufsatz ist jetzt auch nichts unbedingt. Aegor, bla. MP-Ziffernrohr, MP, okay. Kondensatorhelm. MP-Hochgeschwindigkeitslauf. Nee. Spectre-Ausrüstung. Versionsgewehr-Laufverlängerung, okay. Die Waffen hier sind natürlich auch gar nicht mal so hässlich. Allerdings, die Wraith werde ich nicht benutzen, weil die sowieso scheiße ist und viel zu teuer, ehrlich gesagt. Und die Paladin ist jetzt auch nicht so der Oberknüller. Insofern weiß ich gar nicht, wieso man die unbedingt nehmen sollte. Und das kann man eigentlich auch drauf verzichten, insofern. Hier gab es auch nicht groß mehr was, oder? Das hatte ich mir sowieso gleich schon alles angeguckt, insofern, ja. Funktionsgewehr, Reserve, Thermomagazin. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Gut, dann haben wir ja eigentlich alles, was wir irgendwie brauchen. Dann kann ich jetzt die Locust durch nochmal komplett hochgraden. Weil wieso nicht? Ich erinnere mich, das war eine ganz gute Waffe. So. Welche benutzen wir denn noch ab und zu mal? Die sind alle nicht so der Oberknüller. Gev Plasma. Nö. Raptor. Die Raptor war ganz gut, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, ich hau nochmal die Dingensens hoch. Die Raptor. Deswegen, weil die war, soweit ich weiß, die war wirklich gut. Raptor. Da. So. Hauen wir die mal komplett nach, durch die Decke durch, sozusagen. Weil dann probieren wir jetzt mal gerade. Wir müssen ja nicht immer mit dem gleichen Präzisionsgewehr rumrennen. Ich weiß, die Raptor war vom Anfang noch. Aber die war wirklich gut. Also insofern, die war ja mehr Schnellschuss, oder? Ja, wenn ich mich richtig entsinne, war das so. Okay, die ganzen DRC-Dinger, die sind gar nicht mal so doll gewesen. Ich weiß gar nicht, wieso man die benutzen sollte. Die Standard-Dinger benutzt man mittlerweile auch nicht mehr. Tja, die hier sowieso nicht. Die Carnifex. Die Bogenpistole. Hornet. Matok. Nee, ich glaube, mittlerweile brauchen wir einfach nicht mehr. Dann können wir gerade nochmal auf die Cerberus-Rüstung sparen. Ansonsten gehe ich mal kurz noch hier an die Waffenmodstation. Mal gucken, wie wir hier mit dem Gewicht hinkommen. Wir könnten ja hier zum Beispiel mal. Okay, das Gewicht ist hier schon wichtig.